Einzelspiel erwarten zwischen Jörg Roskopf und Wladimir Samsonow und dem Duo aus Frickenhausen, Ding Song und Wang Yanchen. Denn laut Saisonbilanz bilden diese vier Herrschaften die derzeit besten Bundesliga-Doppel. 12:2 Siegen von Roskopf, Samsonow, die wir hier vorne sehen, stehen 10:3 Erfolge von Ding Song und Wang Yanchen gegenüber. Zwar geht Samsonow hier hoch hinaus, er befördert den Ball ganz oben in die Heizungsanlagen, aber ansonsten müssen wir es so sagen, der direkte Vergleich wurde nicht zum absoluten Highlight und das lag vor allem an den Düsseldorfern. Sie hatten Riesenprobleme, speziell mit dem variablen Angriffsspiel von Ding Song, der ja eigentlich als Abwehrspezialist bekannt ist. Roskopf und Samsonow, die amtierenden Europameister, sie konnten eigentlich nur bis Mitte des ersten Durchgangs so einigermaßen mithalten. Hier eine Aufschlagstudie von Ding Song. Er schlägt das Service sehr, sehr verdeckt, um das mal milde auszudrücken. Ein exzellenter Doppelspieler, genauso wie sein Partner Wang Yanchen, der Linkshänder, den wir jetzt links hinten im Bild sehen. Immer wieder sehr aggressiv, Ding Song versuchte immer den erfolgreichen Abschluss. Und damit kamen die Düsseldorfer nicht gut zurecht. Samsonow und Roskopf, ja schon in der letzten Saison zusammen, bis zu Roskopfs Verletzung, hervorragende Bilanz, 10:1. Und auch in dieser Spielzeit ja erst 2 Niederlagen. Auch Wang Yanchen probierte sehr viel, riskierte viel. Bei seinen Angriffsschlägen nicht immer klappte es. Aber ansonsten musste man sagen, im ersten Satz eine hervorragende Vorstellung der beiden in Grün und Schwarz, Wang Yanchen und Ding Song. Sie wirkten auch ein bisschen frischer. Wen wundert's, denn während bei Frickenhausen ja nur Ding Yi noch international spielt, hetzen alle Düsseldorfer von Termin zu Termin. So war das gesamte Team zum Beispiel im Einsatz bei der ja gerade zu Ende gegangenen Mannschafts-WM in Malaysia. Viele, viele Satzbälle für das Duo aus Frickenhausen. Und sie nutzen gleich den ersten. Und was war das für eine Reaktion von Ding Song? Großer Respekt bei Jörg Roskopf. Die machen unheimlich Druck. Das ist nicht nur ganz, kann ich mal. Der Block von ihm, der ist mit. Naja, sie blieben auch im zweiten Satz richtig stark. Ding Song und Wang Yanchen. Und es blieb eigentlich so, wie es gegen Ende des ersten Satzes war. Wenig, wenig Düsseldorfer Gegenwehr, hervorragendes Spiel der Gäste. 19:9, was für ein Vorsprung. Es überraschte eigentlich nicht, dass Roskopf und Samsonow hier unterlegen waren. Damit musste man schon mal rechnen bei der Qualität der Gegner. Nur wie klar sie unterlegen waren, das war doch wirklich nicht erwartet worden. 21:10, 21:13, ganz klare Sache also für Ding Song und Wang Yanchen. Aber, und das ist ja eine Stärke der Düsseldorfer, wenn die einen patzen, dann springen die anderen in die Bresche. Mace Monrad bezwangen Ding Yi und Chu mit 2:1. Und dabei konnte das Metabo-Doppel zuvor einige Matchbälle nicht nutzen. 1:1 also der Stand nach den Doppeln. Für Jörg Roskopf gab es keine Pause.